Sturm einem langsamen und qualvollen Tod ausgeliefert wurden. Jeder Leichenfund, jede Obduktion bezeugt den gleichen Tatbestand. Alliierte Ärzte haben tausende Leichenöffnungen vorgenommen und die Ergebnisse protokollarisch festgelegt. Der Befund war immer derselbe. Vergast, vergiftet, verhungert und erschossen. Die Grazer Psychiatrische Anstalt am frühen Morgen des 29. September 1940. 85 Patienten werden an diesem Tag verlegt. Man hatte sie aus dem Schlaf gerissen, hastig angezogen und zum Zug gebracht. Es ist ein schöner Tag und einige der schwachsinnigen Patienten freuen sich kindlich über die unverhoffte Abwechslung. Es ist der dritte Transport aus Graz und von den 407 Patienten der beiden zuvor hat man nichts mehr gehört. Das begleitende Pflegepersonal ignoriert die schüchternen Fragen einiger nach dem Ziel der Fahrt. Die Reise geht schließlich nach einigen Stunden zu Ende. Die unruhigeren Patienten wollen den Waggon sofort verlassen. Sie werden mit sanftem Druck zurückgehalten. Eine gute Stunde vergeht, dann erscheint ein Herr in Weiß und inspiziert die Kranken. Kurzer Vergleich der Angaben, Name, Diagnose und die Nummer, die man ihnen am Morgen noch schnell mit einem Stift auf den Rücken gemalt hatte. Jetzt erst dürfen sie den Zug verlassen. Mit Bussen werden sie in eine Anstalt im Stadtgebiet gebracht. Es ist die Linzer Psychiatrische Anstalt Niedernhart. Eine sogenannte Zwischenstation. Hier verbringen die Grazer Patienten einige Tage, ziemlich provisorisch auf Matratzenlagern untergebracht. Wieder werden sie einem Arzt vorgeführt. Es werden keine Fragen mehr gestellt. Dann heißt es erneut fertig machen mit Sack und Pack. Viele sind froh, von Niedernhart wegzukommen. Man verlässt die Stadt und fährt entlang der Donau stromaufwärts. Schließlich wird in der Ferne ein schlossähnliches Gebäude sichtbar. Es ist das Renaissance-Schloss Hartheim bei Alkhofen. Vor 1939 ein Heim für schwerstbehinderte Kinder. Der Bus fährt um die Südseite des Schlosses und hält vor einem kleinen Nebeneingang. Hier müssen alle das Fahrzeug verlassen. Taschen und Köfferchen werden ihnen abgenommen. Man führt die Patienten, Männer und Frauen, in einen Raum, wo sie sich nackt ausziehen müssen. Dann geht es über die Arkaden in ein anderes Gewölbe. Es ist kalt in dem Gemäuer und die nackten Kranken frieren. Wieder sitzt ein Arzt in dem Raum, die Patienten kennen ihn schon von Niedernhart. Er mustert sie wortlos. Dann heißt es Mund auf und einige bekommen ein Kreuz auf den Rücken. Das sind Patienten mit Goldzähnen. Hinter einem Verschlag werden sie dann noch einzeln fotografiert und schließlich durch eine Stahltür ins sogenannte Bad geführt. An der Decke sind Brauseköpfe angebracht. Die Tür wird nun geschlossen und von außen verriegelt. Die meisten blicken gebannt zur Decke, warten auf das Wasser. Aber es kommt nicht. Nur ein Zischen wird hörbar. Das tödliche Gas strömt ein. Die Toten werden noch am selben Tag im Krematorium des Schlosses verbrannt. Nicht ohne ihnen zuvor die Goldzähne zu ziehen. Ähnlich ahnungslos wie die meisten Patienten kommt Anfang 1940 ein Linzer Magistratsbeamter nach Hartheim. Zwangsweise hierher versetzt, weiß er zunächst weder über seine neue Tätigkeit noch über die Vorgänge im Schloss Bescheid. Ich glaube, es war ein Herr von der Verwaltung, der gekommen ist. Ich wurde sehr freundlich begrüßt. Ich sagte, wissen Sie schon, was Ihre
warum Sie hier sind. Danke. Ich habe sowas wie mein Leben nicht gemacht. Und ich bin ja kein gelernter Fotograf, ich bin ein Hobbyfotograf. Da hat er gesagt, das macht nichts. Man wird Ihnen alles zeigen. Ich muss Sie nur auf eines aufmerksam machen. Schweigen, schweigen und nochmal schweigen. Bruckner beginnt seinen Dienst und fotografiert einen Transport nach dem anderen. Zunächst glaubt auch er, dass die Kranken von ihm tatsächlich ins Bad kommen. Nach Wochen bin ich mal draufgekommen. Nein, weil ich nicht erklärt blockt. Da war noch am Bodenrohr. Das war die Gaskammer. Aber ich habe mich nur manchmal gewundert, wo die Leute hinkommen. Weil schlussendlich, man hat es reden gehört vorher, man hat es nachher reden gehört. Und mit einem Mal war dann einmal Schluss. Lange hält Bruckner seine Situation nicht aus. Zum einen findet er den Anblick der vielen Kranken unerträglich und zum anderen macht ihm der bestialische Gestank von verbranntem Fleisch und Leichen zu schaffen. Er meldet sich beim Hartheimer Bürochef Christian Wirth, dem späteren KZ-Inspekteur des SS-Sonderkommandos an, um sich versetzen zu lassen. Habe ich dann die schöne Antwort gekriegt? Naja, Sie wollen weg. Ah, gebe nur drei Möglichkeiten, dass Sie wegkommen. Wenn Sie wollen, können Sie da bleiben. Sie können auch nach Mauthausen kommen oder auch an die Wand. Wie Sie wollen, da können Sie wählen. Das ist eine schöne Auswahl. Ja, von drei Übeln wählt man sich meistens das Kleinste. Das war nur mal da bleiben, ne? Und so bin ich eben geblieben. Bruckner bleibt in der Folge bis 1943 in Hartheim. Er wohnt in dieser Zeit im zweiten Stock und kümmert sich nur um seine Arbeit. Wie hat er dieses Leben durchgestanden? Ja, wissen Sie, sowas lässt sich schwer beschreiben. Okay. Das ist, ich glaube, für jeden Menschen ein schwerer Schlag, mit dem er erst fertig werden muss. Und zu diesem Fertigwerden waren die geistigen Getränke. So halb im Dusel, gearbeitet, halb im Dusel, schlafen gegangen. Wenn wir munter worden sind in der Früh, war das selbe schiere, graue Alltag wieder wie jeden anderen. Nichts Angenehmes, kann ich nicht sagen. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, der Mensch heißt, ist ein Gewohnheitstier, er gewohnt sich an alles. In der oberösterreichischen Gemeinde Gallneukirchen befinden sich seit Ende des vorigen Jahrhunderts private Behinderteneinrichtungen der evangelischen Diakonie. Im Frühsommer 1940 sind darin 203 zumeist geistig und körperlich Behinderte untergebracht. Mitte Juni 1940 trifft in der Direktion ein Schreiben des Innenministeriums ein. Darin heißt es: Im Hinblick auf die Notwendigkeit planwirtschaftlicher Erfassung der Heil- und Pflegeanstalten ersuche ich Sie, die anliegenden Meldebogen umgehend auszufüllen und zurückzusenden. Im November will Berlin schließlich noch wissen, ob ein Gleisanschluss existiert. In der NS-Propaganda dieser Zeit beklagt man vor allem den volkswirtschaftlichen Schaden durch die Geisteskranken. Zuerst werden sie schließlich massenweise sterilisiert. Wenig später will man die sogenannten Ballastexistenzen überhaupt wegschaffen. Selbst in Lehrbüchern finden diese Rechnungen Eingang. Allerdings ist dieses Denken keine Erfindung der Nationalsozialisten. Schon 1920 veröffentlichten der Jurist Karl Binding und der Psychiater Alfred Hoche ein viel diskutiertes Buch mit dem eindeutigen Titel »Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens«. Im August 1939 schlägt der Kinderarzt Dr. Werner Kartell Hitler den Gnadentod eines behinderten Kindes vor.
Hitler willigte ein und in der Folge werden Ärzte und Hebammen per Rundschreiben aufgefordert, alle missgestalteten Kinder zu melden. Diese werden begutachtet und in bestimmten Fällen behandelt, sprich getötet. Im Oktober 1939 unterzeichnet Hitler dann eine Euthanasie-Ermächtigung, in der er Reichsleiter Bohler und seinen Leibarzt Dr. Brandt beauftragt, die Befugnisse zu bestimmen der Ärzte so zu erweitern, dass nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken der Gnadentod gewährt wird. Diese Ermächtigung erlangt nie Gesetzeskraft. Kein Arzt konnte somit zur Euthanasie gezwungen werden. Bohler und Brandt erhalten den Auftrag, weil sie sich bei der Organisation der Kindereuthanasie so bewährt hatten. Sie erarbeiten die Richtlinien zur Erfassung und Begutachtung und bestimmen den Kreis der zu Tötenden. Im Hauptamt 2 der Kanzlei des Führers unter Viktor Brack wird das Euthanasieprogramm büroorganisatorisch geplant. Für das ärztliche Personal in den Anstalten ist Dr. Hefelmann zuständig, Leiter der Abteilung 2 des Hauptamtes. In der Folge werden 3 Organisationen gegründet. Die Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten. Leiter ist Professor Heide, später Professor Nietzsche. Sie rekrutieren die freiwilligen ärztlichen Gutachter. Die gemeinnützige Krankentransport GES MBH. Sie organisiert die Transporte in die Tötungsanstalten. Und die gemeinnützige Stiftung für Anstaltspflege. Die Stiftung organisiert die Besoldung des Personals, führt das Beschaffungswesen inklusive Gas durch und verwertet den Schmuck und das Zahngold der Getöteten. Tötungsanstalten entstehen in Grafeneck, Brandenburg, Bernburg, Sonnenstein bei Pirna, Hadamar und in Hartheim. Die Tötungsaktion hat die Tarnbezeichnung T4. Gutachter aus Österreich sind Dr. Lonauer, Leiter der Anstalt Niedernhart, Dr. Georg Renno, Lonauer Stellvertreter und zuständiger Tötungsarzt in Hartheim, Dr. Erwin Jekelius, Leiter des Spiegelgrundes in Wien und in der Kindereuthanasie beschäftigt, Dr. Ernst Begusch, Leiter der Grazer Anstalt Feldhof, Dr. Ernst Sorger, Primar an der Anstalt Feldhof, Dr. Hans Bertha, Dozent an der Grazer Nervenklinik, Professor Erwin Reisch, Leiter der Grazer Nervenklinik. Am 13. Jänner 1941 ist es auch in Gallneukirchen soweit. 63 Pfleglinge, darunter auch lediglich Taubstumme und Blinde, werden abgeholt. Angeblich geht es nach Sonnenstein bei Pirna. Eine verzweifelte Mutter telegrafiert daraufhin nach Sonnenstein. Kann ich morgen meine Tochter Hedwig besuchen? Die Antwort lautet, nein, Brief abwarten. Dieser Brief enthält dann die Todesnachricht und kommt mit Sicherheit aus Hartheim. Eine andere Angehörige teilt der Anstalt Folgendes mit. Unser Hansi starb in derselben Anstalt, in der auch sein Vater 3 Wochen nach seiner Überführung starb. Der evangelische Pfarrer von Rottenmann in der Steiermark schreibt einen erbosten Brief an den Rektor. Warum wurden die Eltern nicht verständigt, dass ihr Sohn von Gallneukirchen weggebracht worden ist? Und kommt das seltsamerweise öfter vor, dass Pfleglinge abgeholt werden und dass sie dann plötzlich versterben? Innerhalb der Kirche macht sich ziemlich rasch Unmut breit, auch in der katholischen Kirche. So hält zum Beispiel Silvester 1941 in St. Pölten Bischof Michael Memmelauer eine geharnischte Predigt, in der er sich offen gegen die Euthanasie ausspricht, zum Beispiel in folgender Passage. Vor unserem Herrgott gibt es kein unwertes Leben. Man mag mit noch so künstlerischer Aufmachung im Film die Euthanasie verherrlichen. Es ist und bleibt eine Verletzung der Menschenrechte. Ähnlich predigen auch Bischöfe in Deutschland und nach einer aufsehenerregenden Predigt des deutschen Bischofs Galen wird das offizielle Euthanasieprogramm Mitte 1941 eingestellt. In der Folge beginnt die sogenannte wilde Euthanasie, das heißt das Morden in den Anstalten selbst. Bis zum Euthanasiestopp werden in den Vernichtungsstätten des Deutschen Reiches laut einer internen Statistik 70.300 Kranke ermordet. Davon allein 18.000 in Hartheim bei Linz. Im Spätherbst 1983 besucht ein Beamter die Familie Sohler in Eichberg im Bregenzer Wald. Ein Jahr vorher waren in Konstanz zahlreiche Urnen gefunden worden, darunter die einer Angehörigen der Familie Ida Gorbach.
Die erstaunte Familie lehnt die Annahme der Urne ab. Ida Gorbach steht nämlich schon seit 40 Jahren auf dem Grabstein ihrer Familie. Ein neuerliches Begräbnis erscheint überflüssig. Wie ihre Urne nach Konstanz kam, ist ungeklärt. Fest steht nur, dass Frau Gorbach laut eines Schreibens aus Hartheim dort 1941 an einer Darmfistel gestorben ist. Die damals 50-jährige Frau war aus der Vorarlberger Anstalt Walduna in den Tod geschickt worden. Insgesamt werden von dort Anfang 1941 447 Patienten abtransportiert. Der Großteil davon stirbt kurz danach in Hartheim. Der für die Walduna zuständige Amtsarzt Dr. Ludwig Müller aus Feldkirch ist entschieden gegen diese Tötungen und versucht erfolgreich, zahlreiche Patienten zu retten. Es war ihm im Laufe der Jahre klar geworden, dass zum Beispiel die Diagnose einer Schizophrenie ein Todesurteil war. Er hatte aber als Amtsarzt die Möglichkeit, gewisse Diagnosen zu frisieren, also zum Beispiel bei einer depressiven Schizophrenie als Diagnose Depression zu schreiben. Er hat dasselbe Problem natürlich auch mit den zerebral gestörten Kindern gehabt. Hier konnte man mit der Diagnose Enzephalitis oder Meningitis unter Umständen noch ein Leben retten, außer in ganz eindeutigen Fällen, wo also praktisch auch ein Laie erkennen konnte, was für eine Diagnose vorlag. Also in allen Fällen konnte dieses Prozedere nicht verhindert werden, aber er hat also doch in einigen Fällen, so wie er mir geschildert hat, die Möglichkeit ausnützen können, um hier Menschenleben zu retten. Er war meines Erachtens, soweit ich ihn gekannt habe, immer ein Gegner des Regimes und hat das auch später kundgetan. Und er war auch während des Dritten Reiches nicht anders gesinnt. Er hat lediglich, war etwas vorsichtiger. Und im Übrigen eine Persönlichkeit, die auch in der Zeit des Dritten Reiches etwas gegolten hat, sodass man nicht so leicht an ihn herankommen konnte oder ihm Schwierigkeiten bereiten. Es war also nicht ohne weiteres möglich. Während die Anstalt im Frühjahr 1941 entleert wird, schmiedet man im Tiroler Gauamt neue Pläne. Den Ärzten sind allmählich alle Pflegefälle ein Dorn im Auge. Man will nun auch in den kleinen Versorgungshäusern der Bezirke reinen Tisch machen. Der damals knapp 40-jährige Direktor der Walduna, Dr. Josef von Boon, wird selbst initiativ und beginnt sogar Patienten in seinem eigenen Auto aus den Versorgungshäusern zu holen. Ein Kollege nennt dies zynisch Reichsstraßensammlung. Von Boon, ein begeisterter Nazi, der sogar seine eigene Schwiegermutter in den Tod schickt und auch seine Frau psychiatrieren lassen will, wird nach dem Krieg deutscher Staatsbürger. Ein eingeleitetes Strafverfahren gegen ihn wird 1966 eingestellt. Begründung? Von einer Anklageerhebung wird abgesehen, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Beschuldigte zu seinem Verhalten genötigt worden ist. In der kleinen Tiroler Gemeinde Nassereit taucht im März 1941 eine Ärztekommission auf, die sich im örtlichen Versorgungshaus die Patienten ansieht. Unter ihnen befindet sich auch die 45-jährige Johanna Melmer. Wir haben sie damals wegen einer Krankheitssache. Sie ist, hat sie die Kinderlähmung so etwas gehabt. Jedenfalls ist sie bettlägerig gewesen, sie ist Tag und Nacht im Bett gewesen. Und daheim haben wir selber einen Haufen Kinder gehabt und haben sie nicht mehr halten können, hat man sie das Versorgungshaus hingegeben. Johanna Melmer hat Glück. Kurz nach dem Besuch der Ärzte werden nämlich schon die ersten 20 Patienten abgeholt. Frau Melmer ist noch nicht darunter. Als dann Gerüchte umgehen, dass die Patienten kurz nach dem Abtransport plötzlich versterben, holt die Familie sie nach Hause. Ja, da hat man nachher gehört, dass man eben die Geistesgestörte, die Leute hat man weggeholt unten. Und selbstverständlich hat man dann auch Kummer gehabt, dass man, das hat sich also so ein bisschen, ist ein bisschen ein Gericht umgegangen, dass man das, dass er vielleicht auch einmal dran kam und da haben wir sie natürlich nachher nach Hause geholt und haben sie zu uns hergenommen. Frau Melmer stirbt nach dem Krieg friedlich im Kreise der Familie.
In Nassereit beginnen nach dem Krieg durch Zufall die ersten Nachforschungen über die Euthanasie im Gau Tirol. Französische Gendarmen hören von den Abtransporten und beginnen mit den Ermittlungen. Man stellt bald fest, dass mindestens 39 Menschen weggeschafft wurden. Eine Folge der Untersuchungen ist später die Einleitung einer Reihe von Strafverfahren. Schon im ersten Protokoll vom 10.12.1946 taucht immer wieder ein Name auf. Dr. Hans Czermak, zwischen 1938 und 1945 zunächst Sanitätsdirektor und später Leiter des Volksgesundheitsamtes in Tirol. In der Landesanstalt Hall in Tirol taucht schon im Herbst 1940 eine der reisenden Ärztekommissionen auf, wie hier mit den Gutachtern Lohnauer, Ratzka, Menneke, Nietzsche und Wischer. Sie arbeiten in der Regel mit Studenten die Krankengeschichten auf und schicken die vorbegutachteten Listen nach Berlin. So wird die oft zu lax gehandhabte Meldebogenaktion beschleunigt. Insgesamt müssen daraufhin rund 500 Patienten aus dem heutigen Tirol in die Gaskammer. Von unheilbar Kranken ist dabei schon längst keine Rede mehr. Weitere etwa 200 Kranke kann der Haller Anstaltsdirektor Dr. Ernst Klebelsberg retten, indem er sie von der Transportliste streicht. Unter den Opfern sind auch 61 großteils nur körperbehinderte Kinder aus Mariental, die laut Zeugenaussagen von ihrem Schicksal erfahren, davonlaufen wollen und auf Knien bitten, man möge sie zurücklassen. 1942 will Dr. Czermak in Absprache mit dem Gauleiter Hofer die Hartheimer Methode in Hall einführen. Es bleibt zum Glück bei diesem Wunsch. Gegen Kriegsende wendet sich dann Dr. Lohnauer vertrauensvoll an Czermak. Da ich Ihnen seinerzeit geholfen habe, die Anstalten des Gaues Tirol zu entleeren, so hoffe ich, dass notfalls meine Frau mit den beiden Kindern dort unterkommen könnte. Dr. Hans Czermak antwortet dem Kameraden Lohnauer und bietet ihm im April 1945 Folgendes an. Treten Sie inkognito als Oberarzt in unsere Heilanstalt in Hall ein und organisieren Sie dort die Reduzierung des Krankenbestandes, denn die Anstalt ist zum Bersten voll. Bei dieser Gelegenheit könnten Sie Ihre Familie in geeigneter Weise unterbringen. Czermak wird nach Kriegsende zu 8 Jahren Kerker verurteilt. In der Haft schreibt er seinen Groll auf die katholische Kirche nieder. Wer durch seine Priester Gottes Segen für die Besatzungen seiner Bomber herabfleht, hat nicht das Recht, die Euthanasie als heimtückischen Meuchelmord zu verurteilen. Czermak ist nach einem Jahr Haft wieder auf freiem Fuß. Gauleiter Hofer setzt sich nach Deutschland ab und stirbt 1975 ohne Gerichtsurteil als wohlhabender Geschäftsmann. Im Bundesland Salzburg gibt es nach 1945 keine Prozesse, obwohl aus der Landesanstalt Lehen mindestens 260 Patienten weggebracht wurden. In den 40er Jahren werden auch in Salzburg kleine Anstalten wie Schloss Schernberg im Pongau geleert. Schernberg befindet sich im Besitz der Barmherzigen Schwestern und ist heute noch eine Pflegeeinrichtung für chronisch Kranke. Am ersten haben wir nicht gewusst, was los ist. Aber dann hat sie sich schon herumgesprochen, nicht, was da gemacht worden ist und dass die Patienten mitfahren haben müssen und so sind. Und über Zeit, ich weiß nicht wie lang, kommt das zweite Jahr da. Und da haben die Leute dann schon ein bisschen Ahnung gehabt, wie das ist. Da werden sie im Vortrag ums Generalabsolution, oder wenn man das weiß, alle Beicht, Generalbeicht gehabt, im Schloss gehabt. Und nachher sind sie dann, ich glaube, am nächsten Tag sind sie dann geholt worden. Im Schloss macht sich Unruhe breit, nachdem man allmählich über den Hintergrund der Transporte Bescheid weiß. Einige Patienten beginnen zu ahnen, was ihnen blüht. So beschließt eines Tages eine offenbar geistig klare Patientin zu fliehen. Gott sei Dank ist ja niemand untergekommen. Und bei uns hat es dann zitterig gefragt, was machen sie heute? Jetzt kommen sie wieder, sag sie, jetzt kommen sie wieder. Ja, was? Ach, hat mein Mann gesagt, das wird nicht der Fall sein, sie haben sie ja eh schon so viel geholt. Ja, hat sie gesagt, wir haben gestern Generalbeichten gehabt, hat sie gesagt, die kommen bestimmt heute. Ich habe schon das Auto gesehen, hat sie gesagt. Sie, ja, dann haben sie ja nicht mehr anders ausreden können und haben gesagt, ja, geh in die Scheune raus und mach und vergrab die im Heu oder im Stroh und wir wissen nichts, dass du da bist
Und nachher holen wir die raus, wenn das vorbei ist, nicht, wenn die runtergefahren sind. Und das haben wir dann gemacht. Und die Frau haben wir dann zu ihrem Bruder eingeschickt, nach Goldigweng. Und hat niemand mehr nachgefragt. Ja, für uns war das furchtbar. Weil wir so viele Kinder haben, nicht? Das sind ja da, und teilweise haben wir da ausgehen dürfen und sind bei uns vorbeigegangen. Und ein Mann war droben, da hat die Tochter, war Kochenlernerin. Und den Mann, den haben sie halt auch runtergeholt, nicht? Und die Tochter hat gesagt, wirst du ihren Vater wegbringen? Hat sie inständig gebeten, lass zu meinen Vater da unten nichts erfangen. Der hat mit müssen, keine Rücksicht. Nicht weit von Schernberg, in der kleinen Gemeinde Goldegg, fahren eines Tages ebenfalls Busse vor. Man will die 24 Bewohner des gemeindeeigenen Altersheimes abholen. Der Bürgermeister, selbst NSDAP-Mitglied, schickt die Busse wieder weg. Er erklärt, die alten Leute notfalls auf eigene Kosten zu ernähren. Die Alten bleiben in Goldegg. Streitbarem Widerstand geht man bei der illegalen Aktion aus dem Weg. Am 25. August 1940 wird die Slowenin Elisabeth Bogorucznik aus der psychiatrischen Anstalt Klagenfurt nach Niedernhard überstellt. Sie arbeitete als Magd in der Umgebung von Ratsberg, konnte so durchaus allein für sich sorgen und wohnte in einem kleinen Häuschen beim elterlichen Hof. In die Anstalt wird die geistig etwas zurückgebliebene Frau vom zuständigen Ortsgruppenleiter eingewiesen. Offenbar will man keine sogenannten erbkranken Mitbürger mehr, für die man Fürsorge bezahlen müsste. Es ist ja ein Echo herumgegangen, also die psychiatrische Abteilung wurde ziemlich entleert in Klagenfurt, weil das war ja vielfach auch so, für diese Patienten müssten damals ja die Gemeinden aufkommen, gewöhnlich waren diese Leute gar nicht sozial versichert, weil sie nur so, weil man keine landwirtschaftliche Versicherung selber noch hatte und kannte, beziehungsweise nur auf freiwillige Basis. Und sie war zeitlang so unstetes Wohnverhältnis. Und so ist es auch nicht gemeldet worden. Musste aber die Heimatgemeinde aufkommen für die Kosten der Anstalt, wenn sie hineingekommen sind, nicht wahr? Darum waren auch irgendwie sich erfreut, weil sie von finanziellen Lasten die Gemeinden damit entledigt worden sind. In der Klagenfurter Anstalt beginnt nach dem Abtransport von 600 Patienten das Morden auf den Abteilungen. Der Direktor Dr. Franz Niedermoser gibt bei den Visiten den Pflegern Zeichen, wer zu töten ist. Der betreffende Patient wird daraufhin aus Bequemlichkeit gleich gebadet und anschließend durch Spritzen oder vergiftetes Essen getötet. Darunter auch, laut Urteilsbegründung, Pfleglinge, die sich der Hausordnung nicht fügten oder dem Pflegepersonal unbequem waren. Insgesamt sterben so 400 Patienten. Dr. Niedermoser wird später dafür hingerichtet. Aus der steirischen Landesanstalt Feldhof werden bis August 1941 rund 1500 Patienten nach Hartheim gebracht. Unter den Patienten, die der Vernichtung entkommen, sind hauptsächlich Arbeitsfähige, die für den Wirtschaftsbetrieb der großen Anlage benötigt werden. Sie werden in der Folge am Rande des Anstaltsgeländes in Baracken untergebracht, vielleicht um ihnen den Anblick des späteren Massensterbens zu ersparen. Eine Überlebende von damals war unter diesen Patienten. Sie fühlte sich ständig in Gefahr. Ja, freilich war ich auch in Gefahr, weil ich epileptische Anfälle gehabt habe. Und da hat's weil ich die epileptische Anfälle habe, aber nur durch meinen Sohn gekriegt, nachträglich, ein halbes Jahr. Und da hat sich mein Vater eingesetzt und mir hat's in Gesundheit anbauen und dort nachgeforscht. Und da hat es geheißen, ob ich erblich belastet war. Und wenn ich erblich belastet war gewesen, so wäre ich auch in der Reihe gekommen. Es waren Schizophrener waren und mehr harmlose auch, ich sage es Ihnen ehrlich. Da waren oft Leute drunter, dass die Frau den nicht haben wollte daheim und hat ihm einfach eingeliefert und hat einen anderen Mann gesucht und solche Sachen.
auf dem zweiten und dritten Transport ist das Ganze schon aufgeflogen, dass die erledigt werden und vergast. Und das war ein Mordsauflauf, das sage ich Ihnen. Manka hat sich furchtbar gewehrt. Ich fahre nicht mit und ich fahre nicht mit. Und viele Hascher haben es dann da gelassen zur Besichtigung, wissen Sie, wie sagt man da, Vorführungen haben sie gemacht. Da ist die Gendarmerie gekommen, die Polizei und verschiedene Ämter. Und da haben wir müssen diese ganzen Kretäne, die ganz verkrümpelt waren und verstümmelt, die haben wir dann müssen vorführen. Und der Arzt hat erklärt, das ist ein Bub, hat er gesagt, von einer Trinkerfamilie und so schaut er aus. Da es sich bei der Aktion um eine sogenannte planwirtschaftliche Maßnahme handelt, werden stillschweigend auch Rettungsversuche akzeptiert, wenn nur der Staat nicht belastet wird. Wer sich zum Beispiel nicht leisten kann, seine Angehörigen herauszunehmen oder es nicht will, muss deren Tod zur Kenntnis nehmen. Ich habe zum Beispiel müssen die Besucher fragen, wollen sie, ihr Mann kommt oder ihr Vater und so weiter kommt nach Niedernhardt, das ist Linz. Ich frage sie, wollen sie ihn herausnehmen oder nicht? Ja, sie wissen nicht, gestört waren die Leute alle. Und die haben gesagt, was fange ich daheim mit ihm an? Ich kann nichts anfangen. Ja, natürlich, dann war er halt bei den Schub dabei. Neben den Verschickungen beginnt in den Anstalten langsam auch eine andere Vernichtungsstrategie zu greifen. Der Hunger zieht den Feldhof ein. Was heute undenkbar ist, die Kranken sollen verhungern. Unnütze Esser sind unerwünscht. Das Leben der Kranken wird zur reinen Kostenfrage. Das war ja Hungersnot. Die haben alle Wassersucht gekriegt, großen Bauch, mit Wasser gefüllt. Der Oberpfleger hat angerufen. Franz hat gesagt, ein Begräbnis, das ist täglich so gegangen. Und dann haben sie mit dem Leiterwagen rübergeführt in die Aufbahrungshalle. Die sind dann alle, der Großteil ist damals Straßgang begraben worden. Und ein Teil haben die Angehörigen abgeholt. Das war sehr verschieden, ja. Na, das war ja ein Sterben, sage ich Ihnen, zu Hunderte. Der Hungertod täuscht zwar natürliche Todesursachen vor, aber es dauert manchmal zu lange. Deshalb greift man auch im Feldhof zu Spritzen und Gift. Besonders auf den Stationen des SS-Arztes Dr. Ernst Sorger wird zielstrebig getötet. Da sind so dunkle Tropfen gewesen. Dreimal hat er die Patienten gegeben. Und die sind immer schwächer geworden, immer schwächer. Das Herz, Eisen haben sie oft nichts mehr können, fast schlucken. Nur bis tot sind gewesen. Auch die Kinder bleiben von dem Morden nicht verschont. Die Kinder, die sind auch, die haben auch die Dinge gekriegt, die Tropfen. Auf C2 sind welche gewesen auch. Die haben auch das gekriegt. Mit den schwerstbehinderten Kindern macht man sich die Mühe eines natürlich aussehenden Todes nicht. Sie werden auf die Ambulanz geschickt. Sind sie in die Ambulanz drum geworden und haben eine Spritzen gekriegt. Und sind dann gleich gestorben. Nach Kriegsende breitet sich über dem Feldhof ein dichter Mantel des Schweigens aus. Es gibt keine Prozesse, keine Untersuchungen und nach kurzer Zeit sind alle Ärzte und Pfleger der NS-Zeit wieder im Dienst. Die Archivsperre wird auf 80 Jahre hinaufgesetzt. Der Anstaltsdirektor, SS-Obersturmbahnführer und T4-Gutachter Dr. Ernst Begusch und sein Kollege, Primarius Dr. Sorger, können nach dem Krieg nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Begusch stirbt 1944 bei einer Blinddarmoperation und Sorger nimmt sich 1945 angeblich auf der Flucht das Leben. Im Schloss Hartheim wird im August 1941 die Aktion T4 offiziell eingestellt. Damit hören die Morde im Schloss aber nicht auf. Bis 1944 werden Häftlinge des KZ Mauthausen in den Gewölben ermordet. Erst dann wird Hartheim stillgelegt. Gegen den Tötungsarzt von Hartheim, Dr. Georg Renau, wird noch vor dem Stopp von einem informierten Linzer Staatsanwalt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dieser will die Vernehmung Renaus erreichen, um zu überprüfen,
was es mit den Todesursachen auf sich hat. Renaud, der im Turmzimmer des Schlosses lebt und in der Freizeit Flöte spielt, braucht sich deswegen keine Sorgen zu machen. Dr. Eipeltauers mutiger Versuch des Widerstandes wird selbstverständlich niedergeschlagen. Die Verstrickung der Justiz in diese Aktion zeigen Gerichtsakten. Da kursieren zum Beispiel Rundschreiben an die öffentlichen Krankenhäuser, in denen es heißt, man solle Geisteskranke gar nicht erst selbst behandeln, sondern sie gleich nach Niedernhardt einer entsprechenden Behandlung zuführen. In einem anderen Schreiben an das Amtsgericht Linz gibt Reichsleiter Bormann den Auftrag, einen politischen Häftling in die Irrenanstalt einzuweisen, was auch geschehen ist. Eine andere Seite zeigt das Schreiben eines Bürgermeisters 1943. Der Vater eines Kindes erschien hier und gab an, dass ihn das Kind erbarme und er wünsche, dass es ehebaldigst erlöst würde. Der Wunsch geht in Erfüllung. In der Anstalt Niedernhardt werden schon vor dem Stopp in Hartheim Patienten getötet. Und zwar hauptsächlich auf der Abteilung 5, die dem Direktor Lohnauer direkt unterstellt ist. Lohnauer und seine Pfleger töten durch Spritzen und Gift bis April 1945. Zunächst um Hartheim zu entlasten und später an dessen Stelle. 200 Morde können nach Kriegsende nachgewiesen werden. Wie schnell diese Morde vor sich gingen, zeigt das Beispiel eines Transportes aus Baumgartenberg. Mit zwei Transporten kommen am 27. und 28. Juli 1942 51 Pfleglinge nach Niedernhardt. Bis Ende August sind alle tot. Die Menschen, die Niedernhardt und Hartheim sterben, kommen aus Krankenhäusern, Altersheimen, Polizeiarresten und privaten Haushalten. Lohnauer mordet mit Pflegern auch in den Zweiganstalten, wie zum Beispiel in Schloss Gschwendt in Neuhofen an der Krems. In Neuhofen nimmt sich 1945 Lohnauer zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern das Leben. Während sich Lohnauer solcher Art gerichtlichen Konsequenzen entzieht, flüchtet sein langjähriger Stellvertreter nach Deutschland. Renaud, der selbst eigenhändig monatelang Menschen vergast hat, praktiziert eine Zeit lang als Arzt. Er lebt heute im kleinen Örtchen Bockenheim in der Nähe von Mannheim. Renaud ist bis heute nicht rechtskräftig verurteilt, da sich seinem Prozess Anfang der 70er Jahre durch eine Blinddarmoperation entzieht. Kollegen attestieren ihm seither Verhandlungsunfähigkeit. Was Dr. Renaud allerdings nicht daran hindert, zu reisen oder seinen Garten selbst zu bestellen. Die mitangeklagten Pfleger von Niedernhardt erhielten langjährige Haftstrafen. Anfang April 1945 taucht in der niederösterreichischen Landesanstalt Maueröhling der Arzt Dr. Emil Gellny auf und stellt sich als neuer Anstaltsdirektor vor. Dr. Gellny, es gibt kein Foto von ihm, kommt aus der Anstalt Gugging und ist auf der Flucht vor den Russen, die bereits in Wien sind. Gellny ist zu diesem Zeitpunkt in Mauer kein Unbekannter mehr. Schon ein halbes Jahr vorher hat er auf den Abteilungen mit Hilfe der Pfleger und dem SA-Arzt Dr. Josef Utz zu morden begonnen. Ein Zeuge später vor Gericht. Ich habe selbst beobachtet, wie Pfleger in das Essen verschiedener Patienten Flüssigkeiten gossen. Manche Patienten starben daraufhin unmittelbar. Anderen wurde die Flüssigkeit in Schnapsgläsern serviert. Allein im November 1944 sterben so 40 Menschen. Ich kann nicht mehr sagen, wie hat er die Spritzen ausgeteilt, ne? Meistens. Und die Pulver haben meistens die Pflegerinnen gegeben, die Oberpflegerinnen. Ne? Auch gewöhnliche Pflegerinnen war sie, haben sie auch geben müssen. Aber ich war auf der Männerseite und mir hat niemand der Pulver enthangen, das war mein Krieg. Nicht? Ansonsten wissen sie eh, und zwar ein Jahr fürs Krieg gekommen, das wie die anderen da, vielleicht einige. Ich habe nie was zu tun gehabt damit und vor allem, ich habe niemand der Pulver gegen mich gekommen, da braucht man da gar keinen Vorwurf machen, dass ich einen umgebracht habe. Nicht? Sozusagen. Das ist ein Mord. Im April 1945 kommt Gellny mit einer neuen mörderischen Absicht nach Mauer. Er beginnt Patienten mittels Elektroschock zu töten. Gellny bedient sich dabei eines selbstgebauten Zusatzapparates zum herkömmlichen Schockgerät, sodass eine ähnliche Wirkung wie beim elektrischen Stuhl entsteht. Den Apparat hat er bereits vorher sozusagen erfolgreich in Gugging getestet. Der Bursch, der hat ihn kennt von Gugging.
Der ist von Klugel rausgeschaut und sieht den Gelli, ist er gleich abgefahren. Der hat ihn von Kuppeln schon kennt und hat gewusst, was los ist, nicht? Jetzt haben sie, hat er gesagt, gibt's mir ihn gleich her. Hat er gesagt, gibt's mir ihn gleich her, denn, nicht? Haben sie ihn gleich als erstes genommen, den Burschen. So ein Schock, so ein Eschock, nicht? Hat ihn gleich genommen, das war ein Bursch mit 23 Jahren. Dr. Gellny und seine Helfer morden abwechselnd auf der Männer- und auf der Frauenseite. Ein Patient nach dem anderen wird nackt ins Zimmer gebracht, auf ein Bett gelegt und getötet. Das ist schnell gegangen. Das ist schnell gegangen. So der eine nach den anderen genommen. In den Saal werden sicher, naja, ein Achte drin gelegen sein. 7, 8 sind drin gelegen. Und da hat er also halt fahren zu einem anderen gegangen. Der Oberpfleger war dabei und sonst niemand. Und ich habe mir noch ein paar dazu geschaut, dann bin ich rausgegangen. Ich habe da neben bei Dienst gehabt, gleich anschließend. Nicht? Und zwar ja nicht reingekommen. Habe ich es nicht gesehen. Und die Leute haben es dann liegen gelassen. Nicht? Bei der Nacht haben sie es dann raustransportiert in die Leichenhalle. Die Leichen werden in Massengräber geworfen. Allein vom 10. bis 25. April 1945, also in gut 2 Wochen, finden durch Gellny 147 Patienten den Stromtod. Insgesamt kommen mehr als 200 Pfleglinge in Mauer ums Leben, rund 1300 wurden schon vorher in die Gaskammer geschickt. Der vom Gauhauptmann beauftragte Gellny flüchtet Ende April von Mauer über Dornbirn nach Syrien, wo er 1961 stirbt, ohne je einen Richter zu sehen. Der damalige Direktor, Dr. Scharpf, protestiert zwar erfolglos gegen die Transporte, lässt aber die Morde stillschweigend geschehen. Er stirbt vor Prozessbeginn. Im Oktober 1943 bekommt der Guckinger Anstaltsdirektor Dr. Josef Schicker einen Co-Direktor zur Seite gestellt. Er heißt Dr. Emil Gellny. In der Pfarre Kierling, zu der auch Gucking gehört, registriert der ansässige Pfarrer im selben Jahr ein starkes Ansteigen der Todesfälle. Er hält seine Beobachtungen in der Pfarrchronik fest. Großes Sterben in der Landesanstalt. Dr. Gellny findet im Pflegepersonal, das unter seinem Druck steht, seine Mithelfer. In der hiesigen Pfarrkirche fanden heuer 423 Begräbnisse statt. 1944 notiert er dann: Sterben in der Landesanstalt. Die Zahl der Geisteskranken ist von 1300 auf etwa 200 gesunken. In der Anstalt wird allerdings bereits vor dem Erscheinen Gellnys gemordet. Schon im März 43 schnellt die Zahl der Toten auf 18 pro Tag. Dr. Lohnauer ist auch hier mit 2 Helfern am Werk. Das Team beginnt in Pavillon 11 zu arbeiten, angeblich um eine Typhusepidemie einzudämmen. Es wird derart rigoros eingedämmt, dass schließlich kein Patient mehr lebt. Daraufhin lässt sich Lohnauer Patienten aus anderen Abteilungen kommen und mordet bis Mai weiter. Dann hat er wieder in Linz zu tun. Gellny und seine Helfer befördern so viele Pfleglinge ins Jenseits, dass eines Tages ein Beamter des Gauhauptmannes erscheint und Gellny auffordert, seine Eliminierungen nicht so auffällig durchzuführen. Trotzdem sterben in diesem Jahr 330 Patienten eines unnatürlichen Todes. Als 1944 in Klosterneuburg ein Psychiaterkongress stattfindet, führt Gellny seinen Elektroschock vor. Ein Zeuge vor Gericht: Dieser Patient starb in Anwesenheit aller Gäste. Die meisten Patienten in Gugging sterben allerdings durch Evipan-Injektionen und Überdosierung von Schlaftabletten. Nach Hartheim werden von Gugging rund 500 Patienten verschickt. Vielen Kindern von der Kinderstation droht indes 1942 ein anderes Schicksal. Eine Ärztekommission erscheint und untersucht die Kinder. Die Lernfähigen können in Gugging bleiben, die anderen sollen nach Wien verlegt werden. Das ärztliche Gutachten für diesen Transport erstellt Dr. Heinrich Gross von der Anstalt Spiegelgrund. Dr. Gross ist zu dieser Zeit Leiter der Abteilung für Säuglinge und Kleinkinder an der Wiener Jugendfürsorgeanstalt Spiegelgrund. Dr. Gross ist freiwillig an dieser sogenannten Fachabteilung, die einzig und allein der Ermordung der Kinder dient.
Den Eltern wird anfangs noch eine besonders intensive Therapie vorgemacht. Die hierher gebrachten Kinder werden beobachtet und bei Vorliegen von erb- und anlagebedingten schweren Leiden behandelt, sprich getötet. Die dort tätigen Ärzte schicken schriftliche Meldungen nach Berlin, in denen sie den Zustand der kleinen Patienten begutachten. Berlin entspricht meist den Meldungen und erteilt die Ermächtigung zur Tötung. Hunderte Kinder werden so vergiftet oder zu Tode gespritzt. Der erste Anstaltsleiter, Dr. Jekelius, stirbt später in russischer Gefangenschaft. Sein Nachfolger, Dr. Ernst Illing, wird 1946 gehängt. Heinrich Gross, bis 1943 fast ununterbrochen Leiter dieser Todesabteilung, gelingt es, dass sein Verfahren eingestellt wird. Er wird später Primar am Steinhof, vielbeschäftigter Gerichtsgutachter und ist heute noch Leiter des Ludwig-Boltzmann-Institutes für Neurobiologie. Dr. Hans Bertha, ab 1942 designierter Leiter in Steinhof und Gutachter, wird später Professor an der Grazer Nervenklinik. Das Verfahren gegen Dr. Alfred Mautzka, dem offiziellen Direktor von Steinhof, wird Ende der 40er Jahre eingestellt. Von der Wiener Anstalt Baumgartner Höhe, kurz Steinhof genannt, werden 1940-41 zwischen 3.000 und 4.000 Patienten in den Tod nach Hartheim geschickt. Derartige Massentransporte erzeugen besonders unter den Angehörigen Widerstand. Schließlich fährt 1940 eine mutige Wienerin nach Berlin, geht direkt in die Reichskanzlei und protestiert gegen die Transporte. Wir kommen in der Wiener Stadt, wir bitten, dass die Transferierungen eingestellt werden. Das können sie doch in Wien nicht machen, ist eine furchtbare Aufruhr, furchtbare Aufregung. Und da sagt er, ja, leider müssen wir sie verhaften. Sag ich, bitte, ich bin ja da. Aber wenn ich in 3 Tagen nicht in Wien zurück bin, kommen statt mir 500 Wiener in derselben Angelegenheit. Außerdem werden mich die Leute verlangen. In der Reichskanzlei ist man über den Mut der Frau verblüfft. Man bietet ihr schließlich an, für die Führerkanzlei zu arbeiten. Anna Wödel lehnt ab und stößt bis zum Reichsbeauftragten Linden vor. Er informiert sie genau über den Hintergrund der Aktion, ist aber nicht bereit, Wien davon auszuklammern. Frau Wödel weiß, dass sie nichts erreicht hat und beginnt den Protest gegen die schier endlosen Transporte auf andere Weise zu organisieren. Es muss was geschehen. Hat hunderte Zettel geschrieben. Lasst uns Steinhof, Steinhof gehört den Wienern, lasst uns unsere Kranken. Wieder hinaus, hunderte Zettel verteilt. Telegrafiert, schreibt, bittet, droht. Das muss in Massen geschehen. Wie sie später erfährt, treffen in Berlin Wäschekörbe voll Post von empörten Wienern ein. Allein die Transporte werden fortgesetzt. 1941 wird die tapfere Wienerin plötzlich selbst zur Betroffenen. Ihr 6-jähriger Bub, nach einer Gehirnhautentzündung an den Beinen gelähmt und leicht geistig behindert, lebt in Gugging. Eines Tages steht das Kind auch auf einer Transportliste. Die verzweifelte Mutter beschließt, ein zweites Mal nach Berlin zu reisen. Ich will mein Kind haben. Sagt er, schauen Sie, was wollen Sie mit einem behinderten Kind? Sag ich, das ist meine Sache. Ich will mein Kind zurückhaben. Sagt er, das kriegen Sie nicht. Erstens sind Sie im Kriegseinsatz. Wer pflegt das Kind? Und Sie müssen arbeiten. Sag ich, wenn das Kind schon sterben muss, dann bitte, lasst mein Kind im Bett sterben. Mit einer Spritze, dass er einschläft. Sagt er, den Wunsch kann ich Ihnen ausnahmsweise erfüllen. Wir lassen das Kind nach Wien am Spielgrund bringen, aber sterben muss das Kind. Gebrochen kehrt Frau Wödel nach Wien zurück und spricht beim Leiter des Spielgrundes, Dr. Jekelius, vor. Dieser ist von Berlin bereits informiert und lässt das Kind von Gugging holen. Am 16. Februar hat er mich angerufen. Sie können morgen Ihr Kind sehen. Ich habe gesagt, es ist nicht möglich, dass man so ein Kind umbringen kann, einfach. Und ich durfte das Gitter nicht herunternehmen. Eine Schwester ist nebengestanden, am anderen Ende Gitterbett. Sag ich, lassen Sie doch mir das Gitter herunternehmen. Ich kann das Kind nicht einmal mehr streicheln.
Ich wollte das Kind nicht aufregen, also war ich ruhig. Das Kind hat geplaudert. Am 23. ruft mich der Jekelius Vormittag an. Ihr Kind ist gestern um 4:30 Uhr früh verstorben.